Hilfe! Raider haben uns überfallen! Bitte helft uns! Okay. Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Geht mich nichts an. Das ist ein Siedler. Wow. Der anscheinend... Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Okay. Haben wir ja schon in der letzten Folge gesehen, der Typ ist irgendwie... Weiß ich nicht. Hallo? Das ist eine Kuh! Der Verrückte. Wer bist du? Hi. Die Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin etwas. Warte mal, lebst du hier? %30, okay. Hier lebt aber keiner. Ja. In der letzten Folge sind wir ein bisschen durch die Gegend geeiert. Damit machen wir jetzt weiter. Und der Typ stand letztes Mal schon vor unserer Tür. Und ich konnte nicht Sachen herstellen, weil da stand mitten im Kampf. Also denke ich mir mal, dass ja, dass diese Kuh irgendwie der Grund dafür war. Keine Ahnung, ich glaube, der meint nicht diese Siedlung hier, oder? Hier noch keine Gegner, oder? Greift mir an. Greift uns doch niemand an, oder? Warum liegt denn hier noch was? Also ich sehe keine Gegner, tut mir leid. Warte mal. Noch ändern. Kampf in der ich habe auch noch meine Machete weggepackt, die ich noch dabei hatte, anscheinend. Und das war's, glaube ich. Wo ist jetzt meine Kampfflinte? Zombie-Killer 2.0, ja. Ach, ich habe den komplett rausgenommen, stimmt. Gut. Also hier scheint noch alles in Ordnung zu sein. Okay, keine Ahnung. Gott, so weit, hi, na? Ich habe gehört, dass eine weitere Siedlung in Schwierigkeiten steckt. Ich markiere Willkommen es dir auf deiner Karte. Geh dort hin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Okay. Wie lief es hier, während ich weg war? Oh, ja, ich habe meine Bulle geändert. Gartenarbeit nachgeholt. Ein bisschen ungeziefer. Wie mir Chaos mal gibt. Und Sie, Sir? Haben Sie in Concord etwas gefunden? Könnte man so sagen. Ich habe neue Freunde gefunden. Davon kann man heutzutage nie genug haben. Ich bin zwar nicht Mr. Guts. Es wäre mir aber eine Ehre, Sie im Commonwealth zu begleiten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Okay, cool. Ja, natürlich. Nach Ihnen, Sir. Cool. Wir können Roboter mit uns nehmen. Okay, ich habe schon wieder eine Mission bekommen. Wir haben bei North Hagen Beach. Eigentlich hier wieder erkunden, das mache ich auch. Mal, wo das hier ist, hey. Gehen wir mal dahin, da ist schon die ganze Zeit irgendwie was, was noch nicht erkundet ist. Und das gucken wir mal nach. Mit unseren Roboter-Butler-Kampftypen. Am besten wäre, wenn wir hier erstmal noch alles so erkunden. Ich einen besseren Überblick habe und so. Was ist zum Beispiel da? Eine weise Entscheidung, Sir. Oder General. Also irgendwas. Eine Blähfliege. Was ist da? Ist da nicht schon mal? Okay. Hallo?
Armeehelm. Oh nein, nicht ihr Viecher. Von allen Viechern, die hier rumlaufen, müssen ausgerechnet ihr sein, ne? Da komme ich da rein. Ich bin schon vergiftet. So. Das ist aber nicht der Ort, den ich erkunden sollte. Oh, ist hier eine Strahlung. Dann haben wir noch hier. Hallo? Ranger, bitte. Oh. Voll die Waffe gefällt mir jetzt schon. Ist ich doch. Wahrscheinlich, weil ich den Schaden so erhöht habe. Sind nur so unglaublich stark, ne? Ansonsten wäre die voll bäh. Ach was. Na mein Neuer, ich muss wieder ein bisschen. Oh. Problemsführer, ja. Du gibst da 5% weniger Schaden durch Nahkampfangriffe. Das ist auch mal richtig gut. Schön, dass Sie immer noch geistige Anregung suchen. Warum habe ich den Verdammt noch mal gesagt? Rodelband der Ausreißerin. Okay. Ja. Ja. Sich geoutet oder was? Nicht mal, als ich meine Sachen gepackt habe. Ich kann nicht zu John. Er weiß es ja noch nicht mal. Vielleicht wird er es nie erfahren. Wenn es die Hütte nicht gäbe, hätte ich jetzt keinen Platz zum Schlafen. Ich brauche einfach etwas Zeit zum Nachdenken. Das letzte Mal, als ich hier war, war ich noch ein kleines Mädchen und habe Clubhaus in der alten Hütte gespielt. Jetzt habe ich wirklich Angst. Wieder besser sein. Ich dachte, ich kann das hier auch benutzen als Basis oder so. Jetzt guckt jetzt nicht 5 Stunden Dingen an. Aber mehr gibt es ja aber nicht anscheinend. Ja, wenn da nicht ein abgeschlossen ist, bin ich immer paranoid. Ja, ich tue jedes Ding mal benutzen, wenn ich irgendwo bin. Ja, weil vielleicht heißt es dann, ja, du kannst das Ding benutzen und so. Aber anscheinend nicht. Ja, da haben wir schon wieder was Größeres. Da irgendwer, irgendetwas. Hallo. Er war paranoid hier. Wicked Shipping, Flottenliegeplätze. Nix anscheinend. Okay, ist ja auch relativ nur am Anfang hier alles. Vom Startpunkt aus, sag ich mal. Da können die ja nicht so übelst schwere Raider-Basen oder so irgendwo reinpacken. So, Runs. Kein Treffer. Gift. Ja. Ha, sehr gut. Persönlichkeitsmuster. Standard, lass mal. Mach mal.
Aktivierung Protektron zu Diensten. Ich schütze und diene. Okay, sehr gut. Ja, ich den auch. Jetzt sind Gegner da. Ich schütze und diene. Ja, ich dachte, ich könnte irgendwie so sagen, ja, geh zu meiner Siedlung und beschütze Leute. Wäre doch mal geil. Oh, cool. Wie war wirklich mein Zombie-Killer hatte. Teddybär mit glühenden Augen. Du machst das schon, oder? Cotswold? Oh, was? Wie ist denn der hier drin gewesen? Okay. Kommen wir noch ein paar? Lasset er mich hier erkunden. Das habe ich jetzt aber gesehen. Hier ist eine Powerrüstung Dingen. Stand. Deswegen nehme ich mal an, hier kann ich irgendwie auch eine Dings machen. Oh, Wicked Unternehmen. Blake, ich will, dass du deinem Bruder jetzt gut zuhörst. Dieser ganze Deal mit Eddie stinkt zum Himmel. Ich meine, welcher Geschäftspartner droht, einen zu töten, wenn der Deal nicht so läuft, wie er sich das vorstellt? Wir stecken viel zu tief in der Sache drin, aber ich sehe auch keinen Ausweg. Außer, dass wir Schluss machen und uns ganz schnell verkrümeln. Lass uns das mal persönlich bereden. Ich will nur, dass wir beide heil aus der Sache rauskommen. Schon der in Verbindung mit der einen, die in der Nähe in der Hütte gelebt hat. Oh nein, ich habe 100 oder ich habe unter 100 H-Klammern. Ich habe noch vergessen, mir diese eine Truhe in letzten Part zu notieren. Ich da irgendwann mal hin soll. Wegen Meistertruhe. Alter, was ist das für ein Wetter? Da haben wir eine. Wow. Ist das Wetter, hat so was macht? Oh, hallo. Knackt der Bavar schon wieder. Geht schon vorbei. Waffen und Nahkampf angefordert und dauert 5% mehr Schaden. Da ist insgesamt jetzt schon Dingens. 15%. Ich habe ja schon 3 von diesen Dingern gefunden. Sehr gut. Also wenn ich irgendwann mal in eine Mission komme, wo ich, weiß ich nicht, irgendwie in so einem Kolosseum oder so kämpfe mit Nahkampfangriffen, dann bin ich schon mal gut gerüstet. Karte aktualisiert. General Atomics Fabrik, okay. Wahrscheinlich habe ich die jetzt bekommen. Konverger Fertigungsanlage, ah, okay. Mass Fusion Containment. Ach, jetzt habe ich die ganzen Dinger bekommen, wo die da hingeliefert haben, nehme ich mal an. Die Lieferungen über meinen oder Tims Tisch gehen müssen, bevor sie rausgehen können. Das ist extrem wichtig. Nicht direkt zum Kunden. Nur Fachlager ist mehr. Der mit fast den A gekostet hat, okay. Okay. Zigarettenkiste. Allein schon wegen so einer Zeitschrift oder so was lohnt sich das hier. Wahrscheinlich denken alle so langweilig. Aber dafür kommen ja auch 2 Parts pro Tag. Letzte Woche nicht, weil, weiß ich nicht. Warte mal. Na komm. Geben die wenigstens ordentlich Sachen. Ja, hier geben mehr Stahl als Öl, super. Das hat, glaube ich, nicht wert.
Letzte Woche nicht, weil da hatte ich einfach zu wenig Parts so auf Lager. Aber sonst versuche ich eigentlich so viele Parts wie möglich hochzuladen. Weil das Projekt wird sehr lang. Und ich möchte auch so schnell wie möglich hier fertig werden. Aber nicht so schnell wie möglich, aber wenigstens in irgendeiner Weise so ein ganz klein bisschen beschleunigen, ne? Deswegen versuche ich jetzt auch nicht immer genau 30 Minuten Parts zu machen, sondern so, weiß ich nicht, 25 oder irgendwie so. Was rauszuholen, da ist irgendwas, aber ich komme da nicht hin. Hast du die alle erledigt? Na, wo kommt man, wie kommt man jetzt da hin? Oh, warte, da komme ich doch locker rüber. Cordwell toleriert dich, was? Ich toleriere dich auch, Cordwell. Oder Cordwell, Cordwell. Cordwell, ja. Hier ist eine Laborstation, so, jetzt. Hierfür habe ich das bekommen. Baseball Base, was ist das denn? Ach so, okay. Ach, eine Base vom Baseball, ja. Oh, Raketen, Patronen. Leuchtvisier. Ein Jagdgewehr. Nee, die Sachen, die ich baue, sind schon besser. Das ist auch ein bisschen schade. Ich kann hier Sachen finden. Boah. Meine Sachen finden, die ich aber locker alle herstellen kann. Muss ich ja gar nicht, außer ich bekomme so Sachen wie rechtmäßige Herrschaft, die anscheinend so Effekte haben, weil, wenn ich nicht hier rechtmäßige Herrschaft, da stehen zum Beispiel kritische Treffer und so, tun mehr Schaden anrichten und was weiß ich. Also ich glaube, daran kann man erkennen, ob das irgendwie so eine einzigartige Waffe ist, so wie die es auch in Fallout 3 gab oder nicht. So, wie komme ich jetzt darüber? Das sieht schon wieder so wichtig aus da hinten. Halt, 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 ich weiß, ich weiß. So, perfekt, Momento. Das sieht so sehr, sehr komisch aus. Verkaufen. Der wird ja wohl ein bisschen Öl geben, oder? Wie sieht's hier aus, kartenmäßig? Abgeschlossen, sehr gut. Das ist so für mich so ein Ding, ach, hier bin ich schon gewesen, da muss ich nicht nochmal hin. Warte mal, da wo ich letztes Mal war, ist dann auch abgeschlossen, weil da war ja noch eine Truhe, die ich öffnen konnte. Okay, das macht, das verwirrt mich schon wieder so sehr. Was? Wo bin ich her? Nein, ich benutze da. Okay, raus hier, weiter zum nächsten Ort. Auch wenn wir nicht mehr so viel Zeit haben. Was ist denn da? Da ist anscheinend auch noch, ich glaube, das da, ne? Schmeiße mal meinen ganzen Dreck. Da ist auch noch was. Keiner. Ausgezeichnet. Das war gut. Hallo? Nix, okay. Whisky, das ist sowieso nichts wert, kann ich direkt hier lassen. Oh.
Einmal kurz pennen. Mehr ist ja nicht. Coca-Cola ist hier. Und sonst nichts. Werkstatt, irgendwas? Nein? Okay. Dann gehen wir mal, weiß ich nicht, dahin. Mit unserem Robo-Butler. Mr. Typ. Sir. Oh, meine Emotionen. Ach. Das sieht doch so aus, als könnte ich hier eine Dingens machen. Nee. Aber netti. Kann ich hier irgendwie ein Lager machen? Ja, verdammt. Hallo. Ja, hier ist eine Werkstatt. Hier ist eine Siedlung. Hallo? Sind ja auch Siedler? Hi. Na? Hey. Das ist nah genug, Fremder. Wir sind eine friedliche Farm. Wir wollen keinen Ärger. Ich kann noch viel näher kommen. Ich auch nicht. Ich bin nur auf der Durchreise. Wenn du das sagst, aber sei gewarnt, wir sind bewaffnet. Also mach keine Sorgen. Ich sag dir, die Landwirtschaft ist nicht einfach. Den ganzen Tag auf dem Feld, jeden Tag und ständig muss man auf der Hut sein. Die Landwirtschaft ist harte Arbeit. Dem stimme ich nur zu. Lake Abernethy. Bist du neu im Commonwealth? Ja und nein. Ist eine lange Geschichte. Wie auch immer, es ist schön, ein neues Gesicht zu sehen. Was ist mit dir? Schon mal daran gedacht, das Land zu bestellen? Ich weiß nicht. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Teufel, ich auch nicht. Ich wurde da reingeboren. Noch einen Rat. Wenn du eine Farm eröffnest, musst du dich mit den Raidern auseinandersetzen. Warum die viele harte Arbeit, wenn man sich alles mit vorgehaltener Waffe holen kann? Dreckschweine allesamt. Als die Raider das letzte Mal kamen, hat meine Tochter Mary ihnen die Stirn geboten. Jetzt liegt sie hinter dem Haus begraben. Sie war erst 21 und sie haben sie ohne zu zögern erschossen. Deshalb brauchen wir die Minutemen wieder. Und je früher, desto besser. Nichts ist schlimmer, als ein Kind zu verlieren. Glaub mir, ich weiß das. Leider allzu gut, fürchte ich. Mein Mitgefühl gilt Ihnen bei. Tut mir leid, das zu hören. Ich kann dir nicht viel bieten. Aber diese Raider, die Mary getötet haben, haben auch ihr Medaillon mitgenommen. Es ist schon seit Generationen im Besitz unserer Familie. Wenn du es zurückholen könntest, würdest du uns einen riesigen Gefallen tun. Weißt du, wo sie herkommen? Ja, ich glaube schon. Einer von ihnen hat Olivia erwähnt, als sie hier waren. Ich vermute, sie haben sich in der alten Air Force Basis verkrochen. Noch mehr Raider. Neu hier? Wenn du was zum Handeln hast, kannst du gern mit mir reden. Steh auf. Ich verlange, mit dir zu reden. Ja, das jetzt. Oh mein Gott. Suchst du Arbeit? Wir könnten Hilfe bei der Melonenernte gebrauchen, falls du Zeit hast. Ich bezahle dir Kronkorken für jede Melone. Was bezahlst du? Ja, wie die Kronkorken von Flaschen. Weil es Geld ist. Zumindest hier im Commonwealth. Ich wollte eigentlich wissen, wie viel. Sicher. Ich habe Zeit zum Helfen. Großartig. Es muss nicht sofort sein, sondern wenn du Zeit hast. Miss Abernathy. Oh, leck mich. Sehe ich es richtig, dass du handeln willst? In Ordnung. Okay. Was haben wir eigentlich alles? Das sind alles die Sachen, die ich haben möchte. Immer so viele Sachen. Warte mal, ich hab mal Mähhelm. Genauso stark wie mein jetziger Helm.
Obwohl der ist schon verbessert, der Metallhelm. Also ja. Weiß nicht. Nochmal meine Schachteln hier nehmen. Ich bin ja so ein Kettenraucher. Ja, wenn ich dann irgendwann mal kaufe, dann kann ich es mir wenigstens leisten. Oder verkaufen? Nee. Die kauft mir ein paar Melonen, aber habe ich dafür irgendwie eine Mission? Nee, ne. Na, wo ist denn das? Okay, das geht so entfernt weit weg. Ah, ist hier irgendwie noch eine Wackelpuppe oder eine Zeitschrift oder so? Ich brauche könnte, weil hier ist eine Siedlung, also wenn ich hierfür eine Mission mache, nehme ich an, habe ich mehr Beziehungen. Auch nicht schlecht, ne? Mir scheint jetzt nichts zu geben. Überhaupt gar nichts, Mann! Dann weiß ich auch, was ich in der nächsten Folge mache. Noch mehr Raider töten! Wir haben keinen Grund, Fremden zu trauen, deshalb solltest du weitergehen. Warte, mit mir habt ihr einen Grund. Oh, Hirsch. So, warum sind sie so begraben hinter der Scheune? Hier sind Melonen. Ja, obwohl das klappt. Ja, bist du das? Lucy. Bist du hier, um die Kronkorken für deine gesammelten Melonen abzuholen? Wie ist die Bezahlung? Das sind 3 Kronkorken für jede Melone, die du bringst. 3? Ganze 3? Möchtest du deine Bezahlung haben? Ja, hier, bitte. Großartig, danke für deine Hilfe. Also 27. Weiß ich wesen, dass ich Melonen sammeln muss. Sammeln kann. Ja gut, sind ja auch noch Melonen. Okay, schade. Hier kann man dann schön Essen herbekommen. In dieser Siedlung, so wie ich das sehe. Gut, ich bin dann hier im Part und wir machen uns dann, ich würde sagen, zu Fuß auf dahin in der nächsten Folge. Und Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.